Hi, ich bin Lukas Reiber, ich bin Schauspieler aus Berlin und ihr kennt mich wahrscheinlich aus Fuck You Goethe 2 oder jetzt bald auch Fuck You Goethe 3. Ich setze mich im Alltag und in meinem Umfeld für Nachhaltigkeit ein und versuche einfach alle so ein bisschen zu sensibilisieren und ihnen ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ich achte sehr darauf, dass meine Sachen fair produziert sind und ich mag auch den Secondhand-Gedanken sehr, wenn man was nicht braucht und der Kumpel findet es toll und andersrum ganz genauso kann man einfach Sachen tauschen. Oft sind es die kleinen Sachen im Alltag, wo man einfach nachhaltiger sein könnte, also Licht aus, wenn man rausgeht oder auch nicht immer brennen lassen, wenn man gerade nicht im Raum ist. Irgendwie Wasser nicht laufen lassen, nicht eine halbe Stunde duschen, sondern lieber eine halbe Stunde länger im warmen Bett bleiben. Nicht einfach Lebensmittel wegzuschmeißen, die eigentlich noch gut sind, nur weil man sie gerade nicht mehr braucht oder so. Vielleicht kann ich euch ein bisschen animieren, auch so ein bisschen nachzudenken. Irgendwie, was kann ich im Alltag eigentlich nochmal so klein und fein verändern?